heißt das? Oma! Kennt ihr meine Oma? Wisst ihr, was die alles kann? Na dann mal los! Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Wer will wissen, was meine Oma noch hat? Meine Oma hat im Backenzahn ein Radio, ein Radio, ein Radio. Meine Oma hat im Backenzahn ein Radio. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Und wisst ihr, was meine Oma noch hat? Meine Oma hat einen Nachttopf mit Beleuchtung, Beleuchtung, Beleuchtung. Meine Oma hat einen Nachttopf mit Beleuchtung. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ich hab die beste Oma der Welt. Meine Oma hat einen Regenschirm mit Rücklicht, mit Rücklicht, mit Rücklicht. Meine Oma hat einen Regenschirm mit Rücklicht. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma ist auch die liebste Oma auf der Welt. Meine Oma hat eine Brille mit Gardinen. Und hier kommt unsere Oma. Ich wollte. Was willst du denn? Dichten. Oh, Herr Dichter. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei. Nachmittags wär ich frei. Mich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. So hab ich mir gedacht. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. So, was geht mir da spontan durch den Kopf? Boah, Susi, pass auf hier, dass du jetzt genau die richtige Aussprache vornimmst. Gesponsert bei Kentucky Fried Chicken, genau. Und das Ganze ist Oma Alina Noel Potthoff. Wahnsinn! Unsere Oma mit ihren Hühnern. Ich finde, ihr seid heute Abend so wahnsinnig geil drauf. So habe ich euch noch nie erlebt hier. Hammer. Und endlich mal ein Pferd, wo man sagen kann, so ein Hühnchen kann auch fliegen wie ein Adler. Das ist Wahnsinn. Und ich sag dir, Alina, stell ihn so in den Stall und morgen hast du ein Straußenei im Stroh liegen. Es wird richtig klasse. So, aber kindersportlich gesehen 24 Punkte, weil ein paar Eier hat er sich halt ins Netz gelegt, 50,07. Aber jetzt kommt, wie Hesse sage, immer Spaß auf die Gas. So, aufpasse, passt du mal ein bisschen auf, kommt du mal bei mich, wir machen ein bisschen Lärm in der Hütte.
Achtung, es ist noch was drinnen nach oben, gell? Also es geht noch nach oben, aufwärts. Münster, bei drei bitte. Hochdeutsch klar, Applaus deutlich. Eins, zwei, drei, jetzt! Okay, Freunde, morgen weigert sich jedes Huhn noch als Frühstücksei bei euch auf dem Tisch zu landen. Aber mit dieser Fonmessung haut ihr sie alle gegen die Wand. 107,1. Wenn man so ein schönes, weich gekochtes Ei dann auf dem Frühstückstisch hat, super. Wenn man ein hart gekochtes hat und dann noch ein kleines Kind ist, dann braucht man am besten das, was jetzt gleich kommt. Da träumt man dann vielleicht von. Zahnfee.